Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Ich zeig dir ein paar Übungen, die dir helfen können bei Schulterschmerzen, Nackenschmerzen oder Schmerzen in der Brustwirbelsäule. Wir werden uns heute durchbewegen. Das ist ganz wichtig für die Schultergelenke, auch für den Schultergürtel und für die Brustwirbelsäule, dass wir da beweglich bleiben. Also mach einfach mit, so wie es für dich okay ist. Wenn es ein oder andere nicht so geht, nicht ärgern, einfach so mitmachen, wie du dich wohlfühlst. Das ist wichtig. Und wichtig ist, dass wir zuerst aufrecht stehen, denn in der aufrechten Haltung können wir uns bewegen, können wir unseren Schultergürtel und die Brustwirbelsäule besser bewegen, wie wenn wir krumm stehen, dann haben wir fast keinen Bewegungsradius. Also aufrichten, das Gefühl haben, du drückst dich am Scheitelpunkt in Richtung Decke. Vielleicht nimmst du mal deine Hand nach oben, genau, und dann hab wirklich das Gefühl, du drückst mit deinem Kopf dagegen, gegen die Hand. Merkst du, dann streckst du dich schon mal. Wunderbar. Dann lässt du den Arm wieder locker. Ich mache ein bisschen seitlich mit. Und ziehst deinen Bauch gleich sanft nach innen. Also den Bauchnabel leicht nach innen ziehen. Ich hätte nämlich auch gern eine stabile Mitte. Und die Schultern sind so hinten, dass du entspannt bist im Nacken. Du wirst vielleicht schon merken, allein die Aufrichtung entspannt schon die Nackenmuskulatur. Oder? Und dann beginnst du ganz locker deine Schultern zu kreisen. Lass die Hände hängen neben dem Körper. Immer wieder an deine Aufrichtung dich erinnern und an deine Atmung dich erinnern. Nie die Luft anhalten. Ganz entspannt weiteratmen. Blick in den Horizont. Dann lässt du die Schultern locker nach unten fallen, ziehst beide Schultern hoch, lässt wieder locker, ziehst hoch, lässt locker, aber bewusst nach unten ziehen. Also nicht fallen lassen, sondern mal ganz bewusst nach unten. Lass die Schultern ganz tief unten, kreise dann die Ellbogen, werde etwas größer. Zurück. Versuch jetzt die Bewegung einzeln zu machen, also zuerst rechts, dann links. Was verändert sich bei der Bewegung jetzt? Mehr Einsatz von der Brustwirbelsäule, oder? Eigentlich alltagsgerechter, denn zwei Arme gleichzeitig bewegen, das machen wir selten. Eher bewegen wir ja immer einseitig. Und dann merkst du auch, die Brustwirbelsäule bewegt sich noch mehr mit. Mal nur einen Ellbogen zurück. Tauche so richtig nach unten ein. Werde größer und jetzt tauche mit langem Arm unten ein und versuch die Handfläche nach außen zu drehen. Hoch und außen. Nicht mehr geht, Pause. Wir wechseln aber jetzt sowieso. Andere Seite. Locker lassen. Anderen Ellbogen. Erstmal eintauchen. Ich komme seitlich zu dir. Und dann wirst du auch wieder größer. Langen Arm nach unten. Handfläche nach außen. Durchtauchen. Locker lassen, Arme nach oben, streck dich ganz lang rechts und links, räkeln, ruhig auch die Beine mitnehmen, denn unser Körper ist ja eine Einheit und die Beine mitbewegen tut immer gut. Dann löst du, nimmst beide Hände nach vorne, schließ deine Hände vorne und jetzt nimmst du die Arme und versuchst mit den Daumen hinter deinem Körper zueinander zu kommen. Denk daran, dass nicht das passiert, sondern möglichst aufrecht nach hinten. Nochmal nach vorne zusammen, Schultern tief und hinten zusammen. Aufrecht bleiben.
Gar nicht so leicht. Bleib dann vorne. Jetzt öffnest du die Arme weit nach außen und nimmst links nach oben, rechts unten an die Brust, öffnest wieder und wechselst. Ganz locker außen, einmal links oben, einmal rechts oben. Und die Arme dürfen auch ein bisschen die Winkel verändern, mal weiter raus, mal weiter unten, aber möglichst locker. Mobilisation, Schultergürtel, Schultergelenke. Noch einmal halten, stopp. Beide Schultern jetzt ganz bewusst nach hinten ziehen. Halte hier so ein paar Sekunden die Spannung. Auch der Bauch ist aktiv, oder? Ein paar Atemzüge halten, die Muskeln zwischen deinen Schulterblättern spüren und nochmal wieder lösen. Kribbelt bis in den Händen. Noch einmal zurückziehen. Ganz kraftvoll. Und mal wieder lösen. Noch einmal zurückziehen. Und wieder auflösen. Arme nach vorne, Ellbogen zurück und Ellbogen seitlich. Nach hinten, nach oben. Also am Körper und waagrecht. Spür die Muskeln zwischen deinen Schulterblättern wieder. Einmal ihren unteren Anteil, oberen Anteil. Halte außen, stopp, nimm beide Arme nach außen, Handflächen zu mir. Mach ganz kleine Bewegungen jetzt vor, zurück. Was merkst du? Dass du dich aus der Mitte bringst, oder? Also wirklich vor, zurück und du merkst, wie der ganze Rumpf dagegen arbeitet. So 20 Sekunden, länger muss das gar nicht sein. Dann löst du auf, lässt kurz locker. Noch einmal, Arme seit, richtig auseinanderziehen, ganz kleine Vorrückbewegung, Körpermitte auch spüren. Und lösen. Schaffen wir noch eine dritte Runde? Nur wenn es geht. Mach so, wie es für dich okay ist. Dritte Runde, wenn du willst. Knie sind durchlässig. Genau. Denk an deinem Scheitelpunkt nochmal deine Hand, die du Richtung Decke bewegst. Und locker. Entspannen. Kurz lockern. Und deine Hände nach vorne nehmen. Und jetzt drückst du mit den Handballen aneinander. Also beide Handballen drücken zusammen. Schultern bewusst tief ziehen und gib Druck. Welche Muskeln spürst du? Bauch auch wieder und Brustmuskeln, oder? Vorne jetzt. Druck, Druck, Druck. Und kurz lösen. Noch einmal. Druck. So richtig fest. Druck geben. So fest, wie es geht. Schultern unten halten. Und lösen. Noch einmal Druck. Gib alles. Atmen. Drücken. Und auflösen. Arme hängen lassen. Jetzt nimm deine Schulter nach vorne und bewusst nach hinten. Vielleicht merkst du jetzt schon die Muskeln auch oben.
im Rücken. Versuche, lockere Bewegung daraus werden zu lassen und deinen Schultergürtel mitbewegen. Also zwei liegende Achter neben deinem Körper zeichnen. Ganz weich, ganz locker. Bleib dann hier. Nimm deinen rechten Arm über deine linke Schulter und zieh mit deinem linken Arm zurück. Jetzt ist wichtig, dass du hier tief bleibst. Zieh die Hand über die Schulter. Löse auf, Seite wechseln, Schulter tief, Arm zieht. Am Oberarm ziehst du dich nach hinten. Und nochmal loslassen. Jetzt nimmst du deinen rechten Arm hier nach links. Fass ruhig mit der Hand und nimm deinen Kopf auf die linke Seite. Ganz tief ziehen die Schulter. Komm zur Mitte, wechsel die Seite. Die linke Hand hier rüber und tief ziehen, Kopf nach rechts. Und löse wieder auf. Lass kurz deinen Kopf nach vorne hängen. Du könntest ihn auch ganz leicht nach vorne schieben. Richte dich auf. Nimm die Hände hinten. Heb dein Brustbein. So weit wie es geht nach oben ziehen. Also möglichst viel bewegen. Das ist das Wichtigste. Nicht lange einseitig sitzen oder so oder stehen. Locker. Und jetzt schwinge. Das ist auch eine schöne Übung zwischendurch. Dich schwingen. Rechts, links, gegen, gleich, schwinge. Also bewegst du Schultern, Schultergürtel, Brustwirbelsäule. Ich hoffe, dir geht's gut. Die Muskeln darf man schon spüren. Dann atme ein, mach dich lang. Und dann reckest du dich so richtig nach oben, ziehst dich lang in ruhigen verschiedenste Richtungen. Schüttelst dich aus, lockerst dich aus, ganzen Körper ausschütteln, auslockern. Kreis deine Schulter ein letztes Mal. Lass sie ganz bewusst nach hinten unten fallen. Sehr schön. Vielen Dank fürs Mitmachen. Also ein Tipp ist, immer mal wieder in die aufrechte Haltung denken. Das entspannt schon deine Nackenmuskulatur und die Schultern wirklich. Und bewegt bleiben, also immer wieder bewegen. Wenn es nur Schultern kreisen ist oder mal Schultern hochziehen und locker fallen lassen. Also irgendwie dich bewegen, dann bleiben die Faszien geschmeidig, die Muskulatur bleibt durchblutet und man verspannt nicht so schnell. Ich bin gespannt, wie es dir jetzt so geht. Gerne kommentieren unten. Natürlich freue ich mich über ein Gefällt mir, wenn es dir gefallen hat und gut getan hat. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, mach das. Es ist kostenfrei und dann bekommst du immer mit, wenn ich wieder ein neues Video auf YouTube lade. Und wenn du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen, vielen, vielen Dank. Der Link steht entweder unter dem Video Steady, deine Unterstützung, oder auf meiner Homepage steht auch dieser Button Unterstützung. Und da kannst du mich mit monatlich zum Beispiel 2,50 Euro oder 5 Euro oder 10 Euro
was du möchtest, unterstützen. Und man ist nicht gebunden, sondern man kann es jederzeit auch wieder verändern. Vielen, vielen Dank. Oder ganz einfach, bis zu unserem nächsten gemeinsamen Workout.